Es ist 16 Uhr und wir fangen pünktlich an mit unserem CIO-Kurator-Live-Gespräch mit dem Hacker und Sicherheitsexperten Adrian Janotta. Und das hat im Vorfeld Adrian ja schon eingehauen wie eine Bombe. Nicht nur das Gespräch mit dem Meister Weber, was schon sehr interessant war, sondern natürlich auch die Nachberichterstattung, die ich dann noch aufgegriffen habe, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt über den Bundeshack, wo ja, sag mal, die Spekulationen ins Kraut schießen. Der Spiegel hat mit einem Titel aufgemacht. Die Süddeutsche Zeitung hat dann nachgelegt mit einer Recherche, aber dazu kommen wir gleich. Der Robert Weber hat deine Biografie so hübsch beschrieben, ne? Adrian Janotta hat eine Biografie wie aus einem Film. Softwareentwickler, Freundin hat ihn verlassen, dann abgestürzt, Job verloren, Jobs gehackt, im Internet erwischt worden, allerdings nicht beim Hacken, das hat er mir noch Klammer gesagt, du, sondern bei einer Verkehrskontrolle in den Knast gekommen, im Knast Uli Hoeneß kennengelernt, und dann BWL im Gefängnis studiert und danach dann beschlossen, sich selbstständig zu machen mit einer Security-Firma. Besser kann eigentlich der Lebenslauf, eine Biografie und eine Expertise für eine Security-Firma gar nicht ausfallen, oder? Das ist tatsächlich so. Hallo erstmal aus Schweinfurt. Das ist tatsächlich so, wenn ich meine Kunden persönlich treffe und ich habe recht regen Kundenkontakt, gerade auch zu den Chefs, dann auch komme ich oft auch nach Hause. Und da führen wir ganz interessante Gespräche eben genau über diese Biografie, weil das entspricht ja auch der Realität. Das ist ja nicht irgendwie aus einer Szene. Und wenn man Hacking-Angriffe anschaut, so sind ja Hacking-Angriffe meistens, die finden dann statt, weil es eben auch eine Hintergrundgeschichte gibt. Keiner greift ein Unternehmen oder ein COO an, ohne eine entsprechende Hintergrundgeschichte. Man kann natürlich viele Schutzfaktoren einbauen, aber wenn einer reinkommen will, dann kommt er rein. Und dann muss man sich eben fragen, warum. Denn der Hintergrund der entsprechenden Geschichte, der ist immer enorm wichtig. Und auf meinen Fall bezogen, es ist ja auch schon jetzt 8 Jahre her und 4 Jahre habe ich jetzt meine Firma und ja, jetzt sehen wir uns. Genau, also Janotta und Partner, die URL habe ich gerade eingeblendet in einer Overlay. Ja, aber eins interessiert mich, bevor wir noch über den Bundeshack philosophieren. Wie war es denn mit Uli Hoeneß? Uli Hoeneß, ja, das war in München, haben wir uns kennengelernt. Da war ich kurz vor dem BWL-Studium und Uli ist da auch erst ziemlich frisch ins Gefängnis gekommen. Ich wurde ja aus München entlassen und ich habe ihn kennengelernt als einen sehr spannenden Menschen, einen sehr verlässlichen Menschen. Also wenn er was gesagt hat, dann war das so eben. Und aus den Gesprächen mit Uli und auch anderen hat sich für mich, für meine Zukunft eben herausgebildet, ja, eine Cybersicherheitsfirma zu gründen. Also Das war der. ich hab ihn auch mal kennengelernt auf einer CeBIT, da habe ich eine Talkshow organisiert, in einem Streitgespräch mit dem Chefdenker der SPD. Ne? Ah Und ja. der Chefdenker der SPD sagte mir danach: Scheiße, der Uli Hoeneß hat Ahnung, ja, von Weltwirtschaft. Ne? Ja. Ja. Der hat über Terms of Trade geredet, über Währungsspekulationen, das. Also Ja. der wird teilweise völlig falsch eingeschätzt und darüber hinaus auch im Umgang total easy und sympathisch. Ne? Ja, der wird in den Medien auch so dargestellt als jemand, der immer die Zügel in der Hand hat, aber der ist richtig, das ist ein richtig sympathischer Kerl, ne? Ja, fand ich Mit auch. richtig fundiertem Wissen dahinter. Ja, nun geht's aber richtig ans Eingemachte. Also du hattest ja im Gespräch mit Robert Weber so ein bisschen noch spekuliert zum Bundeshack, dass du sagtest, vermutest, naja, der Hintergrund ist manchmal ganz profan. Also wenn wir uns da mal BSI-Strukturen anschauen und das Hochsicherheitsnetz des Bundes, dann ist so ein bisschen das Einfallstor die kommerzielle Software, dann hier vor allen Dingen auch Microsoft genannt. Und dann kommt die Süddeutsche Zeitung mit der investigativen Recherche, dass es Outlook war. Da hast du dir, glaube ich, auf die Schenkel geklopft, oder? Also das ist ganz oft so, weil eben Closed-Source-Software wie Microsoft-Produkte, ich möchte es nicht nur auf Microsoft beziehen, sondern auf viele andere Closed-Source-Produkte auch, die haben immer generell das Problem, dass sie nicht überprüft werden können in ihrem Quellcode. Sie geben eine entsprechende, ja, die Maschinensprache geben sie meistens frei, aber die kann keiner lesen, nur ein Computer und dementsprechend kann hier auch keine, ja, keine Sicherheitslückenüberprüfung oder ein Audit, ein Security Audit auch nicht erfolgen. Und dementsprechend kann keiner so genau sagen, ist denn diese Software jetzt sicher oder hat diese Software Sicherheitslücken? Das behält sich nur der Hersteller vor und somit kann niemand, auch aus der Open Source Community, überprüfen, wie sicher ist denn Microsoft. Und
Es bestätigt mich, es bestätigt auch die Sicherheitscommunity, dass Microsoft-Produkte enorm anfällig sind. Ich brauche nur mal in die Exploit-Datenbanken zu schauen und sehe vom letzten Monat bestimmt 10 Exploits für Microsoft Windows und die Hälfte davon ist noch nicht mal gestoppt worden. Hier besteht also potenzielles Sicherheitsrisiko, wenn man allein schon diese Produkte im Unternehmen einsetzt oder auch eben privat. Ja, du hattest ja das auch im Gespräch mit dem Robert erwähnt, dass da auch ein reger Handel stattfindet Ja. mit den Sicherheitslücken. Und ich fand das schon ein bisschen amüsant, dass es jetzt in dem Fall bei dem Angriff auf das Auswärtige Amt dann Outlook war. Richtig. Vorher bei dem Angriff VannaCry, bei den Erpressungsversuchen, war es, glaube ich, Windows XP, wenn ich mich richtig erinnere, Ja, richtig. wo dann vor allen Dingen auch die Deutsche Bahn gehackt wurde. Da sagt man sich natürlich, okay, also bei der Deutschen Bahn kann ich es ja vielleicht noch verstehen, wenn man irgendwelche Windows XP-Strukturen findet, ist ja auch mehr oder weniger noch ein staatlicher Laden. Aber Outlook im Hochsicherheitsnetz des Bundes, das hat mich dann schon ein bisschen erstaunt. Das verstehe ich auch nicht. Die Netzkonstruktion von diesem Netz Berlin-Bonn ist natürlich bekannt. Die wurde dann auch offen, also es wurde erklärt, auch der Allgemeinheit erklärt, wie das abgesichert ist. Ich verstehe aber nicht, warum man in so ein Netz oder wenn man es Hochsicherheitsnetz nennt, dann solche Produkte einsetzt. Und hier sind wir beim Lobbyismus, beim IT-Sicherheitslobbyismus. Hier wird versucht, naja, ich möchte das jetzt nicht zu einer politischen Diskussion werden lassen, aber wenn ich die CDU wähle und ich wähle die CDU, dazu stehe ich auch, dann wähle ich aber auch automatisch mit Konzerne. In München zum Beispiel war die SPD lange Jahre aktiv und somit wurde auch Linux eingesetzt. Jetzt wurde aber die CDU in München gewählt und jetzt wird auch wieder Windows eingesetzt und die deutschen IT-Sicherheitskonzerne versuchen natürlich, wollen natürlich auch ihren Kuchen mit abhaben und Geld verdienen und versuchen hier Firewalls und Antivirenprogramme und eben Präventionssysteme auf dieses unsichere Windows draufzulegen, um doch vielleicht ein Stückchen Sicherheit zu erreichen. Das wird aber so nicht gehen. In München war es ja dann die CSU, die Genau, ja. Schwesterpartei, genau. CSU, pardon, ja. Nachher steigt uns noch Seehofer aufs Dach, ja, so. Das hat so Hintergründe, das ist den wenigsten bewusst, dass wenn man die CSU wählt oder die CDU, kommen eben Konzerne wie Microsoft. Wählt man die SPD, dann wird vielleicht auch versucht, Open Source zu etablieren in der Politik. Ist dem bewusst? Und bei den Grünen? Da bin ich mir nicht sicher. Ich halte nichts von Ihnen. Vielleicht wahrscheinlich auch dann eher Linux. Aber ja, das ist schon interessant. Vor allen Dingen auch, was sag mal die Lobbyarbeit von Microsoft anbelangt. Das war ja vor kurzem auch in in einer Reportage im ersten, in die Story, ein Ja. großes Thema. Da ging es auch um das Beschaffungswesen des Bundes, ne? Also da ist auch der Bundes-CIO dann befragt worden zum Vergaberecht, dass man da teilweise das Vergaberecht aushebelt und Microsoft da eine geschickte Politik macht, dass halt ihre Richtig. Systeme dann eingekauft werden bei Ja. den Bundesbehörden. Das ist, glaube ich, ein Problem dann. Das ist tatsächlich ein Problem und hier bedarf es eben einer kompletten Sicherheitsstrategie aus Sicht der Forschung und nicht aus Sicht von irgendwelchen Konzernen. Und hier ist auch die zukünftige IT-Sicherheitsstrategie des Staates total fehl am Platz, weil die lassen sich wieder von den Konzernen beraten, ne? Wie es halt ist. Ja, hier ist gerade empfohlen worden, wählt die Piraten, ja, die gibt's ja kaum noch, ne? Und dann sagt der Stefan, na, da kommt uns jetzt die Doro Bär aufs Dach, ne? Damit können wir jetzt, glaube ich, auch leben, ja. Also, ja, wie muss man sich das vorstellen? Die Vermutung einer Süddeutschen Zeitung und auch im Spiegel ist ja, dass diese Angriffe aus Russland kommen, dass es also russische Hacker waren, die vor allen Dingen das Auswärtige Amt angegriffen haben. Siehst du da genügend Belege für? Belege, ich habe noch gar keinen gesehen, muss ich ehrlich sagen. Es waren ja immer nur Behauptungen. Und wenn ich so die ARD verfolgt habe, dann habe ich ganz stark das Gefühl gehabt, dass die Russen da tatsächlich dahinter stecken, aber eben ohne einen Beleg. Und ganz neutral betrachtet hat noch gar keine offizielle Stelle gesagt, dass der Angriff aus Russland kam oder hat noch überhaupt gar kein ja offizieller öffentlicher Beleg stattgefunden, sondern es waren alles nur Vermutungen. Ich warte ja immer noch auf eine Stellungnahme vom Herrn Schönborn. Er ist ja der Leiter vom Bundesamt für Sicherheit. Er hat es ja in der Hand. Die schützen ja staatliche Systeme. Und jetzt frage ich mich oder stelle ich mir die Frage, die letzten 2, 3 Jahre
wurden die Bundesnetze so oft gehackt. Was macht denn das BSI außer irgendwelche Pressemitteilungen rauszuhauen? Räumen Sie Ihren Rechner auf? Also da wundere ich mich manchmal schon. Und Sie veranstalten hier in Bonn immer große Kongresse zu dem Thema, ja? Ja. Wenn du dir den letzten Koalitionsvertrag der GroKo anschaust, also von 1993, von 2013, dann findest du in dem Digitalkapitel ganz, ganz viel zum Thema Cyberabwehr, ja? Ja. Gründung des Cyberabwehrzentrums, das war ja auch so eine CSU-Position und also wirklich meterlange Passagen. Zu dem Thema, dass halt die Cyberspionage ein riesiges Problem ist, Cyberterrorismus ist dort drin in Ja, dem total. Koalitionsvertrag. Dann fragt man, was du jetzt gerade gesagt hast, was haben die jetzt in den 4 Jahren dann beim BSI und im Bundesinnenministerium gemacht? Also das, was ich beobachte, die hauen jeden Tag Pressemitteilungen raus. Fake-Online-Shops sind da ganz wichtig. Und vor allem, was wichtig ist, irgendwelche Betrüger im Netz. Aber um Cybersicherheit geht es ja tatsächlich recht wenig. Weil wenn es um Cybersicherheit ginge, dann würden die viel mehr über Softwaresicherheit erzählen. Wie sichere ich denn eine Software komplett ab, dass sie sicherheitslückenfrei ist? Was bedeutet Open Source für die IT-Sicherheit? Und vor allem IT-Sicherheit, ja, beschränkt sich ja heute im Zeitalter der Digitalisierung. Alles ist heute ein Computer. Nicht jeder lebt schon in dieser digitalisierten Welt, aber viele von uns. Und wenn ich mit CEOs spreche, gerade diese Geschäftsleute, die immer ein Surface auch dabei haben, die vielleicht auch mit Drohnen arbeiten, da fängt IT-Sicherheit schon im eigenen Leben an, im privaten Leben und nicht erst am Arbeitsplatz, wenn ich da ankomme. Weil wenn das Smartphone infiziert ist, das ich privat benutze und dann in die Firma komme, mit dem weiter telefoniere und ich dort ausspioniert werde, dann geht das fließend über. IT-Sicherheit betrifft das ganze Leben und da fehlt's. Das kann der Staat auch gar nicht vermitteln und das wird er auch niemals können. Ja, vor allen Dingen, weil er ja dann Opfer und Täter in einer Person sogar ist, ne? Also, Genau. Staatstrojaner, das Stichwort, richtig. wenn er mit Staatstrojaner etc. arbeitet und oder die NSA gewähren lässt, Ja. ja, dann darf man sich natürlich nicht wundern. Genau das ist das Thema. Ich hatte neulich auch eine Forschungseinrichtung, oder ich war bei einer Forschungseinrichtung, die haben mich dann beauftragt und die Argumentation war eben, wir könnten auch die mit den drei Buchstaben beauftragen, aber die arbeiten mit den Geheimdiensten zusammen. Okay. Ja, das ist der Punkt. Ich habe ja jetzt viele Zuschriften bekommen, auch viele Kommentare, die werde ich jetzt mal hier ein bisschen abarbeiten, weil wir ja auch dialogorientiert sind, ne? Ja. Das nationale Cyberabwehrzentrum hat wenig Kapazitäten, keine eigenen Kompetenzen und verknüpft nicht mal ein Viertel der zuständigen Behörden. Ist das ein Problem? Oder ist das eine Problemanalyse, die richtig ist? Naja, was ist denn eine Cyberabwehr? Wenn ich heute zum Einwohnermeldeamt gehe und möchte einen neuen Personalausweis beantragen, dann werde ich gefragt, wollen Sie auch da Fingerabdrücke haben? Und dann sage ich ja, dann muss ich meine Fingerabdrücke auf einen Fingerabdruckscanner legen und über diesen Fingerabdruckscanner lächelt mich ein Aufkleber an, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und das finde ich in jedem Rathaus. Und wenn ich da jetzt eine Plastiktüte drauflege mit einem gefälschten Fingerabdruck, ja, dann speichern die meinen gefälschten Fingerabdruck. Und das ist schon Cyber. Und das ist schon im Endeffekt, was ist da Cyberabwehr, frage ich mich. Wo fängt's an? Okay. Weitere Frage. Ich blende das jetzt mal ein. Du kannst es zwar nicht sehen, aber ich als Moderator in meiner Ansicht. Wird Open Source nicht mehr attackiert, wenn es sich lohnt, sprich mehr genutzt wird? Naja, es kommt ganz drauf an. Der Unterschied liegt ja bei Open Source daran, dass Open Source Software, und da ist es vollkommen egal, ob es jetzt ein Betriebssystem ist oder eben Anwendersoftware, eben von einer entsprechenden großen Anzahl von Menschen auch gepflegt wird und weiterentwickelt wird. Und diese Anzahl von Menschen haben natürlich auch ein Auge über die Sicherheitslücken. Das klappt bei kommerzieller Software nicht, weil dieses Auge für die Sicherheitslücken behalten sich die Hersteller vor. Und wenn hier ein Geheimdienst sagt, diese Sicherheitslücke behalten wir schön für uns, dann wird die eben speziell für den Geheimdienst offen gehalten und die kleinen, unbedeutenden, die werden irgendwann geschlossen.
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Dass das eine so ein bisschen, ich sage das jetzt mal laienhaft, vielleicht auch so mit Schwarmintelligenz funktioniert in der Community, weil man Genau. viele Augen sind dabei und sehen dann Richtig. halt entsprechend und dann ist es halt auch sehr dialogorientiert, sehr offen, dass man Genau. sagt, da und da könnten wir angegriffen werden oder da sind wir angegriffen worden, dann müssen wir jetzt irgendwie die Lücke entsprechend beseitigen und so Und eine das geht relativ schnell, ja. Genau. Und so eine Firma, die, sag mal, kommerzielle Interessen hat, hat natürlich auch ein Interesse, dass diese Lücken verschwiegen werden, schlichtweg auch, ne? Naja, weil erstens würde es den Ruf schädigen. Im Falle von Microsoft arbeiten die dann eben mit Geheimdienst zusammen oder sie sind gar nicht in der Lage, so schnell zu reagieren. Das dauert teilweise 3 Monate, 4 Monate. Ich habe auch schon gelesen, eine Sicherheitslücke von 1998, die offen war. Okay. In einem aktuellen System. Ist denn Open Source Linux per se sicherer als Windows? Das hat ja auch Alvar Freude gesagt, dass das nicht automatisch so sei. Also rein aus der Software-Sicherheit betrachtet ja, das ganz gewiss. Rein aus der Seite von Viren und Würmern und Trojanern, da würde ich es bezweifeln, weil wenn hier die Verbreitung von Open Source steigt, dann werden sich auch Virenautoren schnellstmöglich daran machen, Linux-Systeme anzugreifen. Aber aus dem Gesichtspunkt Software-Sicherheit und wenn man ein hochsicheres System möchte, dann sollte man auf Linux setzen, weil hier eben eine Community dahinter steht, die auf Sicherheitslücken achtet. Dann kommt noch eine Kommentierung von Andreas Gebhardt, ein Hallo aus Köln-Süd zurück. Ich habe irgendwie auch kommentiert, mehr oder weniger sei ja auch alles angreifbar. Wieso sind aber so wenig Fälle in der Apple-Gemeinde bekannt? Liegt es an den Opfergruppen oder liegt es vielleicht auch am System, was Apple hat? Naja, generell finde ich auch sehr wenige Exploits für Apple. Es gibt sie aber. Und dann muss man einfach nur googeln nach dem aktuellen Betriebssystem und das Schlagwort Exploit dahinter in die Google-Suche. Dann findet man auch einige. Aber generell gibt es auch Schadsoftware für Apple. Jedoch ist hier die Verbreitung so gering, etwa gleichauf mit Linux, dass es sich auch nicht lohnt. Man hat Okay. ja auch bei Linux wenig Angriffe. Und Linux, das vergessen die meisten übrigens, dass das Apple iOS, das ist ein Linux. Das ist nur ein Linux für Apple angepasst. Es haben einfach Entwickler für Apple angepasst und im Kern steckt ein Unix dahinter. Natürlich auch mit einer riesen Entwickler-Community, darf man auch nicht Genau, vergessen. aber es ist ein Linux prinzipiell. Ja. Martin Eschenberg schreibt, Adrian Janotta ist doch Pentester, oder? Wird die Sicherheit solcher sensitiven Einrichtungen nicht regelmäßig extern auditiert? Ja, aber ein Audit ist ja kein Pentest. Natürlich wird versucht, hier Pentester zu nehmen, die staatlich zertifiziert sind. Die haben aber in ihrem Leben noch keine Software-Schwachstelle gefunden. Denn was machen die? Port-Scans, das war's. Ich klopfe mal den Port ab. Aber richtige Sicherheitslücken in Software oder Schwachstellen, wie es richtige Experten tun, das wird sicherlich beim BSE nicht gemacht. Wobei das jetzt auch eine vage Aussage ist, aber in der Schweiz zum Beispiel, jetzt müssen wir die Schweiz als Vorbild nehmen, die sagen, wir führen E-Voting ein. Natürlich gibt es ja jetzt auch Befürworter und Gegner, aber bei E-Voting wird das so gemacht, bevor das System live gestellt wird, veröffentlichen wir eine Prämie von 1 Milliarde Schweizer Franken und derjenige, der eine Sicherheitslücke findet, in dem System bekommt die 1 Milliarde Schweizer Franken. In Deutschland wird das nicht gemacht, entweder aus Angst, weil Sicherheitslücken drin sein könnten, oder es wird dem BSI vorbehalten, aber die finden nicht alles. Das zeigt ja auch die aktuelle Debatte, weil ständig das Bundesnetzwerk gehackt wird. Auf die kann man sich nicht verlassen. Das könnte natürlich das BSI zum Riesenwettbewerb jedes Jahr machen, ne? Also mal aufrufen, und dann die Schwachstellen analysieren und dann vielleicht mal so eine Community entwickeln. Da bin ich ein sehr großer Fan draus. Wie kriegt man gute Leute mit Geld? Und wenn man jetzt öffentlich ausschreibt, wie die Schweiz, 1 Million Schweizer Franken sind ungefähr Pi mal Daumen 850.000 Euro. 1 Million Euro schreiben wir für das aus. Die andere Seite ist, geben Sie die 1 Million Euro einen Konzern, der dann das Ganze noch unsicherer macht oder eben nur oberflächlich oder geben wir das Hackern. Wenn die eine Sicherheitslücke finden, bekommen die das. Das wäre die optimale Lösung. Vor allen Dingen könnte man den öffentlichen Tarifvertrag dann damit umschiffen. Mir hat mal jemand gesagt, es ist super schwer, im BSI richtig das Fachpersonal zu rekrutieren, weil die einfach scheiße zahlen. Die zahlen sehr schlecht, ja. Ich kenne da tatsächlich auch welche. Ich kenne auch welche aus dem Cyberkommando, bei der Bundeswehr. Die zahlen alle
dermaßen schlecht, dass sie teilweise kein Interesse haben, dort längerfristig zu bleiben. Ja, deswegen hat ja zumindest die Bundeswehr jetzt auch eine privatrechtliche GmbH gegründet, um zumindest da ein bisschen be Mithalten. besseres Personal einstellen zu können. Ja. Ja, kommen weitere Anmerkungen. Es geht hier schief nach oben. Wird Microsoft natürlich anders darstellen und sagen, sie reagieren schnell und sie unterstützen ja auch immer mehr Open Source. Das stimmt, aber sie geben vom Windows-Kern, Windows 10, nicht den Quellcode frei, sondern eben nur den Maschinencode. Und den können nur Maschinen lesen und keine Menschen. Dementsprechend bleiben Sicherheitslücken bei Microsoft. Dann die nächste. Was passiert im Bereich Security mit dem Internet der Dinge und den Smartphones, Tablets etc.? Da kommt ja was auf uns zu, weil klar, alles kriegt Sensorik, alles kriegt Schnittstellen, Absolut. Industrie 4.0, Smart Factory etc. Also es wird ja immer mehr vernetzt und natürlich, es gibt immer mehr Schnittstellen, wo jetzt dann auch Cyberattacken dann stattfinden können. Ja, absolut. Das, was ich vorhin gesagt habe, IT-Sicherheit betrifft das ganze Leben. Und es fängt schon an mit, ich stehe auf, mache mir einen Kaffee, die Kaffeemaschine ist eventuell übers Internet vorprogrammiert worden, der Kühlschrank weiß, was ich einkaufe, dann fahre ich ins Büro, steige in mein BMW oder in mein Mercedes ein. Dieser wurde über das Internet vorher aufgeheizt. Hier kann natürlich schon eine Manipulation erfolgen. Das Smartphone, das einen ausspioniert, auf den Weg zur Arbeit sind Kameras, die manipuliert werden könnten. Das IT-Sicherheit betrifft heute nicht nur das eigene Netzwerk, sondern eben das komplette Leben. Und damit sollte man sich in Zukunft auseinandersetzen und mit nichts anderem. Enrico Sonnefeld hat auf LinkedIn gepostet, da empfehle ich das Buch Global Hack. Wenn man das durch hat, kann man nur schmunzeln über der Russe war's. Ja, absolut. Also die Russen haben sehr gute Hacker, da bin ich informiert. Aber ich würde nicht pauschalisieren, dass Putin jetzt unbedingt die ganze Welt kontrollieren will und hacken will. Das glaube ich nicht. Er würde sich ja zum Staatsfeind machen, selbst wenn er gut Deutsch spricht. Ich glaube viel eher, damit Russland seine Interessen vertritt, aber auch nicht mehr. Ja, in einem Telefonat hat mir dann auch noch ein Sicherheitsexperte gesagt, der sich halt in dem asiatischen Markt ganz gut auskennt, dass einer der Hauptstränge eher in China zu verorten ist. Also dass da sehr, sehr viel an Spionageaktivitäten angestoßen wird von der KP China und dass diese Leute hochqualifiziert sind. Absolut, wenn man sich auch die Geschichte anschaut, wie es um 16, 1700 war, China, die Beziehungen zwischen China und Deutschland, so hat man schon in diesem Jahrhundert festgestellt, damit Spionage da ganz weit verbreitet war. Und zum damaligen Zeitpunkt schon konnte man sehen, wie China und Deutschland oder auch der Westen allgemein sich mit Deutschland eben nicht verstanden hat, bekriegt hat, ausspioniert hat. Da ging es damals schon um Chiffre, um Kryptographie, um Informationen, um geheime Botschaften und da hat sich bis heute nichts geändert. Wir haben das ja im Vorgespräch auch schon mal festgestellt. Es geht auch knallhart immer stärker um die Schule des Wirtschaftskrieges, also um Richtig. Wirtschaftsspionage. Und die wird teilweise natürlich auch von den Staaten gefördert. Absolut. Also es hat kein normaler kleiner Hacker ein Interesse, einen großen Konzern zu hacken und die Informationen zu klauen, außer er ist dafür bezahlt worden. Und hier sind wir beim Thema, man muss immer hinter den Hack schauen. Und hinter dem Hack, wenn man schaut, ergeben sich ganz obstruse Zusammenhänge manchmal, weil manchmal ist es ein Konkurrent von einer Firma oder eben ein anderer Staat, der Informationen möchte. Wenn es tatsächlich nur ein Hacker ist, da wird die Information im Darknet verkauft und wer kauft die wieder? Ja, natürlich auch wieder die Konkurrenz. Und das ist natürlich auch ein Problem, was den Unternehmen, wenn es um Geheimschutz oder um Geheiminformationen geht, ganz große Probleme bereitet. Ne? Du hast ja, sag mal, auch in deinem Blog mal dargestellt, ein Posting, glaube ich, einen Termin in München oder so, wo es dann ja sogar um Spionageaktivitäten in dem privaten Umfeld ging und beziehungsweise auch Telefone abgehört wurden, also Wanzen auch gesetzt wurden. Das Ja. Ganze ist ja nicht nur auf digitale Attacken reduziert. Also ich kann natürlich zu dem Einzelfall nichts Ja, sagen, ist aber klar. ich kann sagen, dass es ein Regierungsmitarbeiter war, der beim bayerischen Staatsministerium arbeitet. Ich kann aber nicht mehr sagen. Und hier ist das ganz typische Beispiel, ich arbeite beim Staat oder ich arbeite bei einem Konzern und werde aber privat observiert.
bis in mein privates Leben, dann geht das bis nach Hause. Wenn ich zu Hause bin, sind meine Räume verwanzt und hier fängt schon IT-Sicherheit an. Ich bin ein sehr großer Fan, dass man auch hier bereits im Privaten damit anfängt, auf sich und seine Daten auch zu achten, auch auf Informationen, die man aufschreibt. Das Ganze nennt sich auch ein bisschen Obsecurity, also man muss aufpassen, mit wem man Kontakt hat, warum man mit wem Kontakt hat und wie man Informationen verteilt. Also da hast du, da kann man ja auf deiner Website auch einige Empfehlungen nachlesen. Also, Ja gut, ich komme dann im Nachhinein und darf analysieren, welche Spuren sind noch da, was wurde geklaut, mit IT-Forensik wird es dann gemacht, aber also im Vorfeld denkt da keiner dran. Ja, das ist schon interessant. Also auch vor allen Dingen ist es ja dann eine Vorgehensweise wie aus dem Buch, aus dem Roman von Jean le Carré. Also Ja. dass man vor allen Dingen die privaten Schwachstellen erstmal raussucht. Wenn man dann halt eine Verbindung sieht zu einem großen Konzern oder zu einer Behörde oder zu einem Ministerium, häufig fangen die Recherchen wirklich im privaten Umfeld an. Ja, ganz häufig. Also bevor es ans Unternehmen geht, gehen die erstmal nach Hause und gucken, wo arbeiten die, wo leben die, wann kommen die nach Hause, wann gehen die schlafen. Wann gehen Sie mit dem Hund raus? Und erst wenn das alles abgeklopft ist, die Methode nennt sich Social Engineering, dann wird erstmal ein Cyberangriff, ein stiller Cyberangriff gestartet, der oftmals gar nicht gemerkt wird. Und eben die ganze Vorarbeit, die man leistet, die wird von den ganzen Sicherheitssystemen, die man handelsüblich kaufen kann, gar nicht beachtet, weil eben hier keiner da ist, der auf diese Vorarbeit achtet, ne? Eine weitere Mitteilung hier. Wir brauchen eine echte Cyberabwehr, eine starke Einrichtung auf Bundesebene, gemeinsam aufgebaut von zivilen und militärischen Stellen unter Einbindung der Länder. Dort müssen größere Angriffe erkannt, analysiert und bekämpft werden. Klingt aber wieder sehr zentralistisch, ne? Ich muss da immer eine Gegenfrage stellen. Wen sollen denn diese öffentlichen Abteilungen schützen? Die privaten Personen, die Unternehmen oder die Wirtschaft? Ich stelle mir da tatsächlich die Frage, weil viele erwarten auch, oder ich habe auch schon Gespräche geführt mit Leuten, die dann erwartet haben, ja, der Staat ist für meine Sicherheit verantwortlich. Ja, nein, ist er nicht. Der spioniert dich noch aus. Ich glaube, dass solche Einrichtungen auch in Zukunft wenig Vertrauen haben werden. Ja, und es ist wieder ein zentralistisches Denken, eine zentralistische Organisation, und je zentralistischer es ist, desto eher ist man angreifbar, ne? Ja, eben, weil eben gerade die dann die Mittel haben, bis in das Privatleben einzudringen. Also da hat ja, sag mal, auch der Michael Seemann ein ganz nettes Szenario entwickelt, wie der Staat komplett eben auf Open Source Software setzen sollte, nicht nur um sich, sag mal, von den großen Plattformgiganten ein bisschen unabhängiger zu machen, Ja. sondern was er dann auch deutlich gemacht hat, und da hat er auch Security mit genannt, ich weiß nicht, ob du den Blogbeitrag gelesen hast, dass es vor allen Dingen um diese Netzwerkwirkung geht, um diesen Community-Effekt, den der Staat ja auch auslösen könnte als einer der größten Einkäufer dieses Landes, ne? Das sehe ich ganz genauso. Also das ist wirklich was, was fehlt. Und wenn wir in die USA schauen, bei jeder größeren Sicherheitsfirma hat sich eine Community entwickelt. Selbst bei staatlichen Aktionen wie zum Beispiel der NSA, selbst hier hat sich eine öffentliche Community und eine Open Source Community entwickelt. In Deutschland wird es nicht gemacht. Ich frage mich, warum. Selbst diese NSA-Software, die die NSA entwickelt, wird von einer kleinen Community überwacht und die gucken mal immer, wie sicher ist das. In Deutschland wird es absolut nicht gemacht. Die verlassen sich ausschließlich auf ihre Konzerne. Ja, weiterer Punkt angemerkt, Antivirus-Software, die Erkennungsrate liegt gerade mal bei 5%, was bedeutet, dass 95% aller Schadsoftware vollkommen unentdeckt geblieben war oder ist. Wenn das Immunsystem des menschlichen Körpers eine ähnliche Erfolgsquote hätte, wäre man innerhalb weniger Stunden tot. Ja, wie ist das mit der Antivirus-Software? Da habe ich einen wundervollen Artikel in meinem Blog verfasst. Also wenn man da mal guckt unter janotta-partner.de, dann auf Blog geht und dann sieht man einen Artikel von mir, so unnütz sind Antivirenprogramme. Und diesen Artikel habe ich nach meinem Vortrag in München veröffentlicht, weil ich eben gezeigt habe, dass ich ein Antivirenprogramm innerhalb von 10 Minuten umgehen kann. Und wenn ich das kann, dann können es ganz viele andere Hacker, auch staatliche Hacker, die Unternehmen oder eben das BSI angreifen, auch. Und dementsprechend bringt ein Antiviren
Programm keinen Schutz gegen Angriffe jeglicher Art. Lediglich so ein kleines Grundrauschen von bekannten Viren, die wahrscheinlich nicht mehr verwendet werden, die blockt es ab. Aber ich bin der Meinung, dass hier die Marketingstrategien der Antivirensoftwarefirmen, gerade auch bei uns in Deutschland, so massiv sind, dass ganz viele Leute glauben, das sei ein Allheilmittel für alles, aber das ist ein Allheilmittel für Schlangenöl, ne? Für nichts. Wie bewertest du da die Rolle von Kaspersky? Im Endeffekt ganz genauso, wobei Kaspersky einen Schritt weiter geht und sagt, wir bauen auch sichere Hardwareprodukte. Aber ich bin ein großer Freund von Eugene. Ich spreche auch ab und zu mal mit ihm über Twitter. Zwar nicht auf Deutsch, aber auf Englisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er verdient meinen Respekt, weil er eben sich absolut gegen staatliche Überwachung wehrt. Und er erkennt auch Überwachungstrojaner oder eben Spy-Software von Deutschen oder Amerikanern. Was er natürlich nicht erkennt, ist die Spy-Software aus dem eigenen Land, ne? Das ist aber bei uns, bei deutschen Antivirenherstellern ja auch so, ne? Ja, genau. Ja, dann kommt noch ein sehr lustiger Eintrag hier. Wir brauchen die Unterstützung des FBI, um Botnetze abzuschalten, die Deutschland bedrohen. Datenabflüsse aus gehackten deutschen Systemen werden nur registriert, ohne die Beute auf den Servern der Angreifer zu zerstören. Das ist doch auch dann Teufelspakt. Das stimmt tatsächlich. Ich bin auch ein Freund davon. Wir brauchen ein deutsches FBI. Wenn man auf das US-FBI schaut, auf die Webseite, dann stellen die sogar aus, die 10 größten Cyberkriminellen aus dem Jahr 2017. Das macht bei uns keiner und das fehlt bei uns tatsächlich. Okay, gut, aber hier wird ja die Unterstützung des richtigen FBI Das sehe ich eingefordert. nicht, um Gottes Willen, das sehe ich nicht. Das ist eine andere Regierungsaufgabe, die haben mit uns nichts zu tun. Genau, da würden die sich, glaube ich, eher schlapp lachen, ne? Ja, allerdings. Und Ja. auch über die deutschen Fähigkeiten, ne? Ja. Wie siehst du generell, sag mal, das Sicherheitsbewusstsein in der Wirtschaft? Also ich hatte jetzt mal eine CIO-Runde, wo da auch mal einiges angeführt wurde, wo man gar nicht dran denkt. Also zum Beispiel Enkelin-Trick Ja. im Umgang mit Konzernen, also dass man irgendwie Legenden bildet, um dann irgendwelche Aufträge mit SAP-Bestellnummern dann loszutreten, die dann am Telefon gemacht werden. Also das Erfindertum auf der Seite der organisierten Kriminalität ist, glaube ich, ziemlich ausgeprägt, ne? Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich bin rausgekommen, bin entlassen worden und bin mit ein paar tausend Euro Entlassungsgeld zum Einwohnermeldeamt und habe mein Gewerbe angemeldet. Ich habe mir gedacht, wie wäre ich schneller reich mit einer Firma oder wenn ich einfach genau solche Dinge mache. Ja? Ich habe mich dazu entschlossen, lieber legal reich zu werden, weil ich von meinem Leben auch noch was haben will. Aber genau das ist der Punkt. In der Gesellschaft ist fast kein Sicherheitsbewusstsein vorhanden. Lediglich diese Personen, die auf der Arbeit geschult werden, die haben eine Kenntnis. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wer von uns liest denn Twitter? Wer von uns liest denn die Twitter-Nachrichten vom BSI? Wer liest denn Magazine? Der private Mann zu Hause, der da ist, der lässt sich abzocken ohne Ende. Also das Sicherheitsbewusstsein sollte natürlich auch gesellschaftlich vorangetrieben werden. Nur meistens fehlt es hier an Geld und finanziellen Mitteln, um eben solche Schulungen für den Privatbereich zu realisieren. Die Fachhochschulen bieten hier als erste Anlaufstelle solche Schulungen an, zu einem kleinen Preis. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Leute interessiert es gar nicht. Ja, also ich glaube auch vor allen Dingen, weil dann manchmal vielleicht der Alarmismus bei bestimmten Themen dann hochgejatzt wird, ne? Also bei Ja. dieser 2000er-Nummer beispielsweise, wo dann irgendwie dann danach dann vielleicht das Sicherheitsempfinden dann abnimmt, weil man vorher vielleicht zu alarmistisch kommuniziert hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht auch, weil es immer so abstrakt beschrieben wird, was passieren Total. kann, Die ne? können damit nichts anfangen. Die müssen das visuell sehen. Die müssen sehen, wie es passiert. Hier sind meine Lifehackings ganz gut, aber nicht nur meine, natürlich allgemein. Wenn man den Menschen einfach demonstriert, wie sie um ihr Kapital gebracht werden, dann verstehen sie es. Aber vorher verstehen sie es nicht. Ja, dann kommt jetzt natürlich noch eine Bemerkung von Joachim Hummel, Programmierer aus München. Stimmt, Edward Snowden hat leider nicht zu einem höheren Bewusstsein in der Gesellschaft geführt. Sehe ich ähnlich. Oder?
Oder Ja, temporär vielleicht mal, ne? also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie alt der Fragesteller ist. Ich bin jetzt 36 und mir war das schon vor Edward Snowden bewusst, aber mit jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, der hat mich für verrückt erklärt. Und seit Edward Snowden ist es eben so, dass wenn ich heute mit irgendjemandem darüber spreche, dann wissen es alle und keiner erklärt mich mehr für verrückt. Das ist der Unterschied, den ich wahrnehme. Okay. So ungefähr. In der öffentlichen Wahrnehmung oder in der öffentlichen Debatte hat es halt jetzt dann, hat es mal einen Peak Genau. gegeben und ist es dann halt ein bisschen Richtig. runter, aber wenn man die Ja. Fachgespräche führt, dann weiß jeder, okay, ja, das ist kein Hirngespinst, Das sondern ist genau naja, richtig. ja. Joachim Hummel ist schon etwas älter, um das nur mal zu sagen, ja. Ja. Dann hier ein Hinweis, also alle Antivirensoftware deinstallieren, wenn es ohnehin nichts nützt. Also, das bleibt eine Entscheidung, die jeder für sich entscheiden muss. Ich selbst nutze kein Microsoft, ich selbst nutze kein Apple, ich bin Linux-Nutzer und dementsprechend habe ich auch kein Antivirensystem drauf. Und wenn ich heute mein System forensisch untersuche und ich mache das alle 3 Monate und ich lösche auch mein System alle 3 Monate einfach nur zu Sicherheitszwecken, dann habe ich da auch nie was drauf. Ob man jetzt ein Antivirensystem nutzt oder nicht, bei Unternehmen ist es Vorschrift, auch wenn sie es nicht wollen. Im privaten Bereich muss es einfach jeder selber entscheiden. Da muss man mit der Konsequenz leben. Habe ich ein deutsches Antivirensystem drauf, dann werde ich vom BND ausspioniert. Habe ich ein US-amerikanisches Antivirensystem drauf, dann werde ich von der NSA ausspioniert. Habe ich Kaspersky drauf, dann werde ich von den Russen ausspioniert. Und mit dem Bewusstsein sollte man ein Antivirensystem nutzen. Was ist denn jetzt die Prognose für die GroKo, für die Große Koalition? Wir machen weiter mit Microsoft, weil die CDU-CSU dran ist und die CSU die Digitalposten besetzt. AD Open Source in der öffentlichen Verwaltung. Ja, ein kurzes Ja. Also sobald die Konzernpartei an der Macht ist, heißt das AD für Open Source, egal wo. Ja. Leider. Gut, das wird den Kommunikationschef Vielleicht Mikkeleit. gründen wir eine eigene Partei, die Open Source Partei. Gut, das wird den Kommunikationschef von Mikkeleit, von Microsoft, der Freund, der war ja früher mal aktiv in der CDU, das nur mal Ja. am Man will ja mit diesen Äußerungen niemandem zu nahe treten, aber man muss es sich auch bewusst sein, wer CDU wählt, wählt Konzerne. Das muss sich, glaube ich, jeder bewusst sein auch. Und dann fällt es leichter. Ja. Aber ich glaube, bei der FDP ist es ähnlich, ne? Also wer Lindner wählt, wählt doch auch Konzerne, oder? Naja, die FDP ist ja noch was für Mittelständler oder für kleinere. Aber wenn ich mir die Entwicklung anschaue seit 1948, ich habe neulich mal mir von meiner Stadt so einen Plan ausdrucken lassen, weil ich einfach wissen wollte für mich privat, wie steht es denn um die AfD in meiner Stadt? Und hatte mir so einen kompletten Plan ausgedruckt und da stand drauf, die FDP hatte seit 1945 oder 48 nie mehr als 8% bei mir in Schweinfurt. Somit ist ja auch irrelevant irgendwo, ne? Okay. Ja, also mag so sein, ja. Ja, wie wird es weitergehen? Du hast jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt eine GroKo, die Union ist dabei, dann wird das wahrscheinlich immer noch auf dieses wird es auf diese kommerziellen geschlossenen Systeme gehen. Dann kann das BSI herumjaulen, wie es will. Man kann weiter aufrüsten, Personal verstärken, aber es wird an dem Problem dann nichts ändern. Nein, das wird nichts ändern. Man muss hier grundsätzlich eine ganz andere Strategie fahren. Ich plädiere für Open Source in öffentlichen Einrichtungen. Und zwar Software, die ausschließlich von der Öffentlichkeit geprüft werden kann, weil der Staat, die Öffentlichkeit auch den Staat wählt. Das würde, wie du auch schon getwittert hast, mehr Cybersicherheit bedeuten, Souveränität steigern und dem Bürger einfach auch die Kontrolle über die IT zurückgeben. Mit ganz einfachen Mitteln Open Source. Eine Empfehlung war natürlich auch, stärker auch ins qualifizierte Personal zu investieren. Jetzt wissen wir ja bei der BSI und mit Tarif öffentlicher Dienst und so ist das nicht so möglich, aber müssten jetzt, sagen wir zum Beispiel, Firmen aufrüsten, puncto Professionalisierung, weil ja die andere Seite wirklich immer professioneller wird, ne? Ja. Ich sehe da wirklich ein Problem, weil die Staaten oder ein IT-Experte, da müssen wir uns nichts vormachen, verdient 50.000 Euro im Monat, wenn er gut ist.
Wenn er nicht gut ist, dann verdient er 2,5 und arbeitet beim BSI. Das sagt man so intern. Und damit möchte man keinen beleidigen. Aber daran kann man messen, in welchem Zustand auch diese Behörden sind, dass sie einfach, die können nicht mehr bezahlen. Und dementsprechend ist leider nicht verwunderlich, dass solche Sachen auch passieren. Die andere Seite ist, was ich von den Mitarbeitern höre. Ich habe auch Freunde unter den Mitarbeitern, deswegen möchte ich da auch keinen beleidigen. Die haben nichts zu sagen. Die dürfen nichts mitentscheiden. Das sind rein ausführende Organe. Und das ist das Problem. Die Hierarchie auch, ne? Ja. Wie siehst du, sag mal, überhaupt die Organisation bei den Bundesbehörden, beispielsweise über den Bundes-CIO? Das ist, geht, da geht es ja auch drunter und drüber. Der kriegt ja selbst noch nicht mal die ganzen Ministerien eingefangen. Ja, eigentlich die gleiche Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ja, also ich glaube, wir haben spannende Sachen hier diskutiert und werden das natürlich auch weiter beobachten, auch mit deiner These, mit der Unionsbeteiligung und Ja. der Konzernhörigkeit. Und ich glaube, wir sind jetzt in einige Fettnäpfchen reingetreten, aber das ist völlig wurscht, ne? Es ist völlig wurscht. Man muss die Meinung immer offen sagen, weil nur so ist ehrlich. Wenn man alles verschönigt, dann wird nichts besser. Ja, du hast es ja auch, sag mal, im Gespräch mit dem Robert auch deutlich gesagt. Angreifer sind eben auch häufig Staaten, es sind Spione, es sind Geheimdienste und die sind per se natürlich schon auf einem ganz anderen professionellen Ja, Niveau, ja. ne? Also insofern ist das einfach eine Tatsache, ne? Das ist Tat, man braucht nicht zu verschönigen. Und wenn man politisch natürlich gerne andere oder wir hier politisch inkorrekte Äußerungen getätigt haben, so entsprechen die ja nur der Realität. Das ist eben der Punkt dahinter. Ja, bist du eigentlich auf der Cebit? Ich bin tatsächlich dieses Jahr nicht auf der CeBIT, weil ich auf der Hannover Messe war, aber ich war letztes Jahr auf der CeBIT und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich entscheiden zwischen einer, weil wenn es zu viel wird im Jahr, dann ich bin auch nur ein Mensch, der 8 Stunden arbeiten kann. Ja, also nochmal, Hannover Messe bin ich. weil hier gerade ein Posting kommt. Na, ich hoffe, wir führen das Gespräch auf der Cebit weiter. Aber Adrian, wir sind ja digital gut organisiert. Dann machen wir wieder eine Außenschalte. Wir können dich ja dann einfach dazuschalten. Oder so, wenn Ne? ich könnte, also ich war letztes Jahr auf der CeBIT, aber dieses Jahr, wie gesagt, Hannover Messe. Ja. Vor allen Dingen ist es diesmal ja im Sommer. Ne? Also es ist diesmal eher Festivalcharakter. Dann könnten wir dann Also dann danach. müssen wir mal gucken, wenn es gut ist, komme ich da vielleicht doch. Im Juno könnten wir danach noch Party machen dann abends, ja. Richtig, Ja, ja. Adrian, an der Stelle würde ich mal sagen, vielen Dank für das super spannende Gespräch. Du hast, glaube ich, gerade gemerkt, dass das im Netz so richtig explodiert. Dann aber bitte mit diesem Rentierpulli, sagt einer. Hey, das war mein Lieblingspulli übrigens. Den habe ich aber zu Weihnachten angehabt. Das war mein Geschenk an euch. Aber wie gesagt, ich denke halt, das Bewusstsein muss da sein. Der Rentipulli muss auch da sein, weil man sich somit auch bewusst sein muss, dass man ja doch immer das nächste Ziel sein kann. Ja, Egal wer. gerade kam noch der Vorschlag, vielleicht machen wir dann auf der CeBIT den täglichen Hacker-Talk. Ich muss mal sagen, vielleicht machen wir dann auch tägliche Angriffe. Ne? Ich darf es noch gar nicht so sagen und ich weiß noch nichts mit CeBIT, aber ich Ja. weiß, dass auf der Hannover Messe es einen Lifehack geben wird. Er ist noch nicht durch, er ist noch nicht genehmigt. Der Robert klärt das noch und hier wird es wahrscheinlich ein Lifehacking Super. geben, das so noch keiner gesehen hat. Wir Genau. lassen uns überraschen. Also die Hannover Messe ist ja im April, ist ja auch nicht mehr so lang. Dann werden wir natürlich schauen und Robert wird uns auch informieren und der wird bestimmt dann auch eine Live-Schalte machen und dann können wir das ja aus dem Netz auch wieder kommunizieren. Also irgendwie kommen wir dann auch vielleicht auf der CeBIT zusammen, entweder virtuell oder real, werden wir sehen. Richtig. Vielen Dank, Adrian, für deine Bereitschaft für das Interview, dass das kurzfristig Sehr geklappt gerne, hat. Gunnar, hat mich gefreut. Und ja, wir bleiben in Kontakt und ich wünsche dir für deine geschäftlichen Aktivitäten alles Gute und vielleicht berätst du ja auch mal irgendwie die CSU-Staatsregierung oder so, dann, dass sie einfach mal runterkommen von dem Pferd da, ne? Ja, privat sicherlich. Ich weiß noch nicht, ob offiziell, aber privat sicherlich. Alles klar, vielen Dank, schönen Abend noch. Alles Gute.